Hi zusammen. Diesmal aus meiner Wohnhöhle. Das Chaos im Hintergrund blenden wir aus. Das ist nicht da. Ich habe gedacht, ich mache mal so ein kleines Vlog und nehme euch mal ein bisschen dahin mit, wohin ich heute und dieses Wochenende auch immerhin tingeln mag. Lasst euch überraschen. Und dachte, ich starte das Ganze mit einem Make-up. Und ich dachte, ich zeige euch das von Anfang an. Ich zeige euch mich jetzt ungeschminkt. Das ist für mich gar nicht so einfach. Ich mag mich ungeschminkt eigentlich nicht so gern, weil man meine Augenbrauen nicht sieht, meine Wimpern nicht sieht. Das hier gefällt mir auch überhaupt nicht, aber ich habe gedacht, ihr schafft das. Ihr steht das mit mir durch. Und dann könnt ihr auch gleich ein bisschen so meine kleine Routine sehen. Vielleicht muss ich ein paar Sachen rausschneiden, weil es sonst einfach zu lang wird, aber ja, wenn ihr Lust habt, legen wir einfach mal los. Und zwar fange ich eigentlich immer an mit einem Pinsel von Ebelin und dem Rival de Lubiang Augenbrauen Set. Das geht bei mir immer ganz gut. So, mein Spiegel ist hier neben der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt jetzt trotzdem noch einigermaßen was sehen. Wie sie könnte, male ich das wirklich fast komplett auf, wenn man es sonst einfach nicht sieht. Aber ich bin auch ganz schön hell. Naja, das wird schon. Falls meine Stimme sich ein bisschen merkwürdig anhört, ich bin total erkältet. Ich bin echt krank. Aber hilft ja nichts. So, seht ihr das? Nicht da? Oh, Augenbraue. Mimi. This was never the way I planned. He weren't from affection. I got so brave and deliberate. Lost my discretion. He's not what I'm used to. I just wanna try. Jetzt kommt der witzigste Teil. Ich mache immer Mascara als zweites. Dazu muss man sagen, dass wenn ich Mascara drauf mache, ist das immer eine Riesensauerei. Deswegen mache ich sie auch immer fast als erstes oder zweites. Ich hau mir die Bürste gegen die Augenbrauen, gegen die Nase, gegen das Lid. Ich hau sie mir überall hin. Hab damit aber über die Jahre Leben gelernt und muss ganz ehrlich sagen, dass mir das einfach die Freiheit gibt, die Wimpern so ganz so penibel zu stylen, wie ich das gerne möchte. Also, Lachmuskeln anwärmen. Es geht los. Where your hooves don't set to. You were once an honorable kill. Now I couldn't do that to you. It's not what allies do. Not how we should behave. My head's got so confused. Hard to obey. I kissed an organ, I liked it. So, damit ihr nochmal lachen könnt. So sehe ich dann aus. Es ist echt unglaublich. Aber ich kann mir das nicht abgewöhnen. Das heißt, jetzt kommt ein Töpfchen Creme und jede Menge Wattestäbchen. Bis gleich. So, jetzt habe ich aufgeräumt. Sieht ganz gut aus. Und jetzt mache ich weiter. Für heute eignet sich das hier am besten. Es hat fast keine Deckkraft, aber es hat viele Dinge drin, die meiner Haut ein bisschen gut tun. Und gerade wenn man ein bisschen krank ist, spielt die ja eh gerne mal ein bisschen verrückt. Und solange das ein bisschen die Rötung aus meinem Gesicht nimmt, bin ich damit zufrieden. So,
nehme ich immer das hier. Gefällt mir super gut, ist transparent, es riecht nach Vanille. Das mag ich sehr gern. Staub. Großer Puderpinsel. Gab es mal bei Chibo. Vor Jahren habe ich mal so ein Set zu Weihnachten gekriegt, aber das ist mein Puderpinsel. Davon nicht zu knapp. Jetzt landet natürlich sowohl Puder als auch alles andere auch gerne mal auf der Mascara. Deswegen tusche ich ganz zum Schluss, wenn ich mit all meinen Spielereien fertig bin, tusche ich die Wimpern nochmal ganz dünn über. Das mache ich meistens, also ich habe meistens zwei Mascara. Einmal eine, die na, so Mitte bis Ende ihres Lebens ist und meistens dann eine ganz, ganz frische, die halt auch noch sehr flüssig ist und noch nicht so das schafft, was die andere schafft, weil sie halt noch nicht genug Luft gezogen hat. Dafür sind die ganz flüssigen natürlich super, um einfach nur noch einmal das Ganze zu schwärzen. So mache ich das halt immer. So, wenn der Pinsel genug Haare verloren hat, seid ihr auch fertig mit dem Pudern. So, ich würde sagen, damit kann man arbeiten, darauf kann man aufbauen. Wenn man Gefahr läuft, müde auszusehen, greife ich immer gerne zum Lidstrich. Heute nehme ich mal das hier, Liquid Eyeliner. Von Maybelline ist das einer, der ist aber auch schon ein bisschen älter. Der wird es, glaube ich, auch nicht mehr lange machen, aber für heute soll es nochmal reichen. Ich hatte keinen Bock auf Gel Eyeliner, weil der immer so schwer abzukriegen ist. Ich meine, der hält bombenfest, aber den kriegst du ja nicht wieder ab, den ollen Schwienjack. So, dann wollen wir nochmal versuchen, ob wir das heute hinkriegen. Oh, ein bisschen aus dem Bild, instant or deadly, while you're still busy casting, she's already won to Torrent boyfriend. Cause you know she likes beef. Look out, she wants to group a kid. Bet she'll need a res again. She wants to slap you, whoa. She wants to stab you, whoa. You never hit her, whoa. Whoa, oh, oh. Don't trust a rogue. Never trust a rogue. Das ist jetzt ein sehr dramatischer. Moment, ich drehe mal die Kamera. Cat Eyeliner geworden. Aber lieber so als müde aussehen. Jetzt mache ich nochmal das andere Auge, hoffe, dass es klappt und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Es ist einigermaßen gleichmäßig geworden. Wobei ich sagen muss, dass man mit meinem heutigen Wattestäbchenverbrauch wahrscheinlich das komplette Rossmann-Imperium finanzieren könnte. Heute ist irgendwie nicht mein Eyeliner-Tag. Ich bin auch eben echt am Überlegen gewesen, den einfach wegzuwerfen. So scheiße, wie der sich benommen hat. Mistkerl. So, der? Ja, der Eyeliner. So, da haben wir es. Ich habe jetzt überlegt, noch die zweite Schicht Mascara drauf zu machen und es dann erstmal gut sein zu lassen. Vielleicht habe ich nachher Lust, noch ein bisschen weiterzumachen. Aber da bürste ich jetzt einfach nur noch mal ein bisschen durch. Und mal mich gleich wieder an. Yay! Aber das Wattestäbchen macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. So gut wie neu. Ja, ich leck die auch an. Ich weiß. Sollte man nicht tun. So, so gehe ich heute raus. Macht wenigstens ein bisschen wach, Haare. Überlege ich mir noch was. Manchmal mag ich die auch nicht. So, ich hoffe, ich drehe noch ein Outfit of the Day gleich und dann
geht's weiter.